Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr kommt es beim Bundesheer bei der Fallschirmsprungausbildung des Jagdkommandos in Wiener Neustadt zu einem tödlichen Unfall. Bei der Übung zum freien Fallschirmfall steigen die Soldaten mit einem Hubschrauber vom Typ AB-212 in 1500 Meter Höhe auf. An Bord befinden sich mehrere Berufssoldaten, darunter auch zwei deutsche Bundeswehrsoldaten. Sie sind erfahrene Fallschirmspringer, die als Trainer mitwirken. Für einen der beiden Deutschen endet der Sprung tödlich. Das Opfer fungiert als sogenannter Absetzer, der andere aus dem Bundeswehrhubschrauber hinauslässt und als letzter aus 1500 Metern Höhe springt. Beim Absprung ist noch alles in Ordnung. Der Fallschirm öffnet sich problemlos. Als der Soldat am Boden ankommt, ist er aber tot. Auch sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen des Bundesheeres und des Notarztes können den Mann nicht mehr retten. Er dürfte sich die tödlichen Verletzungen durch die harte Landung zugezogen haben. Wie das Bundesheer Mittwochnachmittag mitteilt, wird der genaue Unfallhergang untersucht. Dies soll eine Flugunfallkommission klären. Das Bundesheer bekundet den Hinterbliebenen seine aufrichtige Anteilnahme. Die Angehörigen können erst jetzt verständigt werden, heißt es am Nachmittag in einer Aussendung des Ministeriums.